Hallo und herzlich willkommen zurück zu Death Stranding. Mein Controller vibriert die ganze Zeit. Warte mal. keine Ahnung, was da los ist. Ich habe das Spiel neu gestartet und jetzt vibriert er die ganze Zeit. Und ich habe keinen Plan mehr, um was es in dem Spiel nochmal geht. Nein, war ein Scherz. Schätze mal, die darf ich nicht berühren, oder? Die bewegen sich. Oh, oh, Alter. Geht weg. Renn, Junge. Ach Gott. Mir mal einer erklären, was ich jetzt hier. Was will der jetzt von mir? Was soll ich machen? Was genau wollen die jetzt von mir? Wo soll ich hin? Hä? Was soll das? Ah, zurück, ne? Da soll ich hin. Das heißt, kann ich die anderen nicht irgendwie erstmal die ganzen anderen scheiß Markierungen automatisch löschen? Nee, ne? Muss die alle einzeln. Ist da noch eine? Nee, ne? So früh am Morgen, ich bin überfordert. Boah. Haha. Oh. Ich bin ganz schön schmuddelig. Ich brauche dringend eine Dusche. Ja. Wir sind weg, aber wie kommen wir jetzt? Jetzt muss ich den ganzen Weg zurück, oder? Hier geht's nicht lang, oder? Ach, guck mal, guck. Ach! Ich habe sogar die richtige Stelle erwischt, guck mal. Heute ist ein guter Tag. Klick, 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 klick. Das ist für dich. Ach, das ist Igor wieder. Aha. Ich will nicht Igor. Ah! Geht doch so, oder? Ja, das ist geil. Ist das auch so? Ah. Ist sie noch viel besser. Ich könnte mich doch auch ganz mit dem Seil runterlassen, oder? Ah ne, 6 von 30 Metern nur noch. Verstehe.
verstehe. Alter, warum dreht er sich nicht in die richtige Richtung? Heute ist ein guter Tag. Das ist für dich. Langsam. Heute ist ein guter Tag. Das ist für dich. Zack. Ja, wir sind auf gutem Wege, wa? Hallo? Hallo? Oh, der spackt dann immer so rum, ne? Langsam, Junge. Ich habe doch gar kein Gewicht hinten drauf. Oh, ich könnte übrigens mal... Fällt mir gerade ein. Ob es irgendwo was zum Einsammeln gibt. Augenscheinlich nicht. Warum rennt er denn immer sofort, Mann? Ich mach doch schon ganz vorsichtig. Ich drück wirklich ganz vorsichtig den Stick nach vorne. Den haben sie nicht fein genug eingestellt. Das waren dann... Nein, nee, lassen wir lieber. Das lassen wir lieber. Ich könnte das Spiel mal ein bisschen leiser machen. Das war mir gestern aufgefallen. System. Optiones. Audio. Ah, so, ne? Oh, und speichern könnten wir mal. Jawohl, sicher ist sicher. So, renn, Junge! Halt, wo wollen wir überhaupt hin? Halt! Wir wollen. Ja, einfach diesem Weg folgen dann, ne? Brauchen wir die Leiter? Nein, die brauchen wir nicht. Gehen wir dann da. Dann da. Dann da. Da. Gut, der Rest ist dann sowieso hier rein und abgeben. Ja, wieso ist das wieder A? Egal. Ich hoffe, das war jetzt richtig, hier rüber zu hüpfen. Ja.
Ja, ja. Schlecht finde ich die Musik nicht, muss ich sagen. Ist schon atmosphärisch. Scan wird gestartet. Bridges ID wird gescannt. ID wird geprüft. Willkommen in Capital Not City. Verteilerzentrum aufsuchen. I'm on my way. Sam, komm zurück zum Verteilerzentrum. Überprüf den Standort auf dem Kompass. Na dann. Ja, Mutter ordentlich abgeliefert, ne? Nächstes Video. Also nicht Video, aber, ne? Cinematic. Scheißwetter, wa? Wieder ein Regenbogen. Unglaublich, dass es einer von euch geschafft hat. Wenn sich jemand mit Dooms mit einem BB verbindet, führen Gefühle und Erinnerungen zu Rückkopplungen, wie bei einem Lautsprecher. Er verstärkt Ängste und Stress. Und könnte dich an einen Ort befördern, von dem du nicht zurückkehrst. Tut mir leid. Aber dieses BB hat zu viel abgekriegt. Die Entsorgung ist alternativlos. Sam, wasch dich und komm dann ins Präsidialbüro. Wir müssen reden. Nein, ich mach das nicht. Ich gebe das nicht ab. Ja, ja, die Ärzte. Oder waren das die Toten Hosen? Jetzt weiß ich gar nicht mehr. Bin ich etwas verwirrt. Das Schlaflied waren die Toten Hosen, ne? Oder die Ärzte? Verdammt! Schreibt's mal drunter. Ja, überspringen. 3 Kilometer. Ja, Arvesom. Wieder richtig Arvesom gewesen. Naja, ist gut. Komm, hier, weiter. Ich habe keine Ahnung, was das alles bedeutet. Ist mir eigentlich auch egal. Oh Mann. Sam, ich habe doch gesagt, Dooms und BBs sind eine gefährliche Kombination. Vielleicht solltest du mal duschen. Du bist ja noch voller Chiralium. Du willst doch nicht, dass die Präsidentin dich so sieht. Was erzählst du denn da? Sie ist hart. Du bist wütend. Ist deswegen BB-28? Leck mich doch. Ich bin nicht dein Laufbursche. Tja, jedenfalls verdankt es dir wohl sein Leben. Nein, wir verdanken ihm unser Leben. Du auch. Alles klar. Ich passe drauf auf. Grüß die Präsidentin von mir. Hä? Wie grüßt die Präsidentin? Die habe ich doch gerade verbrannt. Junge, du musst duschen. Ach, wir sehen uns am Strand. Oder was? Moment. Ja, stimmt, genau. Lindsay. Hier. Das ist ein Traumfänger. Wenn du ihn beim Schlafen trägst, halte ich die Albträume fern.
werde immer bei dir sein. Na dann. Alter, immer noch nicht geduscht. Gibt's ja nicht. Moment. Das Gesicht. Alter. Okay. Guten Morgen, Sam. Sam, hier ist Die Hard Man. Es gibt hier einen privaten Raum für dich. Bridges Sonderleistung. Nimm dir etwas Zeit und wasch dir das ganze Chiralium vom Leib. Komm danach ins Präsidialbüro. Und wieso hat er jetzt den Traumfänger um? Hä? Was? What? Wieso zeigt der da drauf? Okay, ja, erstmal. So. Sam, hörst du mich? Nein. Verdammte Scheiße. Bin ich da? Hat man denn gar keine Privatsphäre mehr? Oh, nein. Außer natürlich beim Duschen und auf der Toilette. Du warst also gerade dabei, dich zu waschen? Gut. Komm ins Präsidialbüro, wenn du soweit bist. Sie erwartet dich. Ich hätte mir vielleicht erst die anderen Sachen mal angucken sollen, wa? Verdammt. Gute Arbeit, Sam. Vielen Dank. Bridget mag nicht mehr unter uns sein, aber ihr Vermächtnis könnte weiterleben. Ach so. Sam, hör mir zu. Soll ja keiner wissen, stimmt. Amerika, der Wiederaufbau. Ihr Traum ist nicht tot. Ich will das nicht hören. Das ist das Gesicht unserer neuen Hoffnung. Unseres neuen Amerikas. Hä? Was? Hanale. Meine Mutter mag tot sein, aber ich bin hier. Und du, Sam? Du bist auch hier. Lindsay. Ihr habt euch zuletzt vor 10 Jahren gesehen, oder? Und in all der Zeit ist sie nicht um einen Tag gealtert. Er weiß wieso. Mein Körper ist noch am Strand. Ich werde einfach nicht älter. Aber du schon, Sam. Du siehst gut aus. Dann ist es dir also ernst, alles und jeden wieder zu verbinden. Irgendwer muss Bridget nachfolgen, Sam. Vor allem muss jemand ihr Vermächtnis fortführen und unser Land wieder aufbauen. Samantha America Strand, unsere neue Präsidentin. Ein Neuanfang für unser Volk, für unsere Nation. Unter Amelies Führung werden wir die UCA gründen, die United Cities of America. So werden wir unser Land wieder aufbauen. Aber dazu benötigen wir deine Hilfe, Sam. Mann, damit bin ich durch. Mein Abschied von Bridget war mein Abschied von euch allen. Wieso? Du könntest gleichzeitig der Präsident vom Legoland sein. Du bist weggelaufen. Du hast uns verlassen. Amelie startete eine Expedition. Nur die Besten aus Bridges 1. Und ging nach Westen. Ich
Ich führte sie an Kratern und GD-Gebieten vorbei. Ich habe auf sie aufgepasst, während sie nach Überlebenden suchten. Nicht ein GD hat sie übersehen. Sie sah sie schon aus der Ferne. Wir überzeugten einen Ort nach dem anderen, dem UCA beizutreten, und ließen Leute von uns zu ihrer Unterstützung da. Wir brauchten 3 Jahre, aber wir schlugen uns bis nach Edgenot City durch. Bis zum Pazifik. Meine Güte. Ja, aber dann ging alles schief. Das Team wurde ausgelöscht und Amelie wurde entführt. Oh. Entführt. Ich bin nicht in einer Zelle oder sowas eingesperrt. Ich darf ihre Infrastruktur nutzen und mit euch sprechen, wann ich will. Nur die Stadt darf ich nicht verlassen. Das alles soll die Unabhängigkeit von Edgenot City sichern. Jedenfalls sagen das ihre Entführer. Sie wollen, dass die UCA sie in Ruhe lassen. Amelie ist ihre Versicherung für den Fall, dass wir das nicht tun. Wie heißen diese Arschlöcher nochmal? Homo Demons. Eine militante Separatistengruppe. Sie regiert Edgenot City. Ich habe von denen gehört. Ein Haufen Terroristen, denen Städten mordet und Krater hinterlässt. Genau. Die schrecken vor nichts zurück. Nicht mal vor Leere stürzen. Ihr glaubt, die stecken hinter dem Selbstmord, der Central Knot zerstört hat? Möglich wär's. Es gibt überall Extremisten wie die Demons, die heimlich etwas planen. Sie sind von Natur aus dezentralisiert. Keine Organisation hält sie zusammen. Nur die gemeinsame Ideologie. Ich weiß, dass nicht jeder unsere Zukunftsvision teilt. Wenn wir Amerikaner nicht wieder zusammenfinden, überlebt die Menschheit nicht. Oh je. Na klar. Menschen im ganzen Land habe ich die Botschaft meiner Mutter verkündet. Aber nicht jeder wollte sie hören. Nicht wenige wollten für sich bleiben. Sich lieber alleine durchschlagen. Wie du, Sam. Sie glauben, Amerika ließe sich nur gewaltsam wieder aufbauen. Durch Menschen, die ihnen etwas vorschreiben, ihnen die Freiheit nehmen und ihnen Fesseln anlegen. Und was habt ihr mir angelegt? Ihr seid nicht besser als die Demons. Bloß ein anderer Kult. Das sind keine Fesseln, Sam. Sie stehen für unsere Bindungen. Das ist es, was wir jetzt brauchen. Nicht getrennt, sondern zusammen. Chirale Knoten bilden, uns verbinden. Sam, wir möchten, dass du zu Ende bringst, was Amelie begonnen hat. Die Leute, die sie zurückgelassen hat, haben viele chirale Netzwerkterminals errichtet. Aber noch sind diese Terminals isoliert. Du musst sie ans Netz anschließen. Und dafür benötigst du einen Qubit. Er enthält alle Sicherheits- und Betriebsprotokolle, um ein Terminal ins chirale Netz zu bringen. Geh mit dem Qubit nach Westen, Sam, und verbinde unsere große Nation. Und wenn du Edgenot City erreichst, finde Amelie und bring sie nach Hause. Danach werde ich Präsidentin und führe Mutters Werk fort, um das Land zu retten. Das war Bridgets letzter Wunsch. Diesen Weg werden wir weitergehen. Bitte, Sam. Wir brauchen dich. Ich bin jetzt Sam Porter Bridges. Ich bin kein Strand. Verdammt, ich bin nicht mal Teil dieser Truppe. Dafür habt ihr gesorgt. Ich komme weder zu euch, noch zu irgendwem. Nie wieder. Warte! Siehst du, als wäre ich nicht hier. So wie es immer war. Sam! Sam! Warte mal! Stopp! Hör mir zu. Amerika braucht dich. Euch beide. Die Verkabelung der Welt hat Krieg und Leid kein Ende gesetzt. Ihr braucht euch nicht wundern, wenn der nächste Versuch wieder scheitert. Wir drehen uns im Kreis. Verbinden, neu verbinden. So einfach ist das nicht. Schon gut, Sam. Reg dich nicht auf. Ich verstehe.
Du musst jetzt noch nicht zusagen. Ruh dich erst mal aus. Gute Idee. Wir alle brauchen Schlaf. Wer den zu lange aufschiebt, tritt ganz schnell in Verbindung mit der anderen Seite. Die nötigen Wartungsarbeiten sind fertig. Du wirst von den Anpassungen und der Feinjustierung profitieren. Du kannst es wieder benutzen. Anscheinend sind Dooms und BBs hier mal eine gute Kombination. Oder vielleicht mögt ihr beiden euch auch einfach irgendwie. What? Okay. Oh Mann. Ja, ich komme irgendwann dazu, das Video neu hier zu beenden und mit dem nächsten dann weiterzumachen. Klar. Oder auch nicht. Hey, er ist wieder Sam Strand, weil er am Strand liegt. Oh Gott. Oh ja. Lady in Red. Sam. Hör zu. Du bist Sam Strand. Sag ich doch. Nein, bin ich nicht. Nicht mehr. Ich heiße Sam Porter Bridges. Strand ist ein interessantes Wort. Im Englischen ist es der Strang eines Seils. Und stranden bedeutet, dass man an der Küste angespült wird. Und gestrandet ist man, wenn man nicht nach Hause kann. Ich bin gestrandet, Sam. Hier an der Küste des Pazifiks. Tausende Kilometer entfernt. Aber das Band zwischen uns hält. Du bist frei, aber wir sind noch verbunden. Sag nicht, dass wir es nicht sind. Hä? Aber da war er doch auch... egal. Muss ich nicht verstehen. What? Hä? Rot, dann nicht rot. Ich warte auf dich. Sam, hier ist Die Hardman. Du hast tief und fest geschlafen. Warst wohl kaputt? Private Räume bieten alle Annehmlichkeiten. Dusche, Toilette und so weiter. Hier kannst du dich ausruhen, deine Ausrüstung überprüfen, Informationen nachlesen. Sprich einfach unser Personal an, falls du Fragen hast. Aber wieso siehst du dich vorher nicht einfach ein bisschen um? Dann siehst du, wie es bei Bridges heute zugeht.
Gut. Das ist für uns die Gelegenheit, ne? Das Video für heute. Was? Das gucken wir uns beim nächsten Video an. Macht's gut. Bis dann. Ciao.